Was haben diese Kennzeichen sowie die neue Doppelkanisterhalterung mit unserer geplanten Langzeitreise durch Afrika zu tun? Das versuche ich in diesem Video zu klären, doch zu Beginn noch was in eigener Sache. Es gibt was zu feiern. Wir haben mit unserem Fernfahren-Kanal die magische Marke von 1000 Abonnenten geknackt. Juhu! Und dafür möchten wir uns von ganzem Herzen bei euch allen bedanken. In den letzten Wochen und Monaten, da hat sich irgendwie so wie eine kleine Community gebildet. Und obwohl wir die meisten von euch noch nie im richtigen Leben getroffen haben, haben wir trotzdem das Gefühl, dass man sich irgendwie kennt. Und das finden wir extrem spannend und extrem cool. Und so freuen wir uns natürlich auch weiterhin auf diesen tollen Austausch mit euch allen. Ich freue mich auf die Reise. Woho! Um was geht es? Es geht darum, wie du auf deiner Langzeitreise mit diesen Kennzeichen hier ziemlich viel Geld sparen kannst. Zumindest wenn du Schweizer bist. Wie sieht es in Deutschland aus? Schreib es unten rein in die Kommentare, das würde uns echt interessieren. Los geht's! Der Plan besteht nun darin, die Kennzeichen langzeitreisegerecht am Fahrzeug zu befestigen. Ich möchte das so machen, dass ich diese Plastikhalterungen, die kommen weg. Und ich habe mir da aus Alu so Vorlagen gemacht. Ich habe das schon vorbereitet. Das kommt dann hinten ran. Damit sich das Ganze nicht durchbiegt, habe ich da noch so zwei U-Profile hingemacht. Eins fehlt da noch. So. Das wird dann der Nummernschildhalter von hinten sein, mit diesen U-Profilen zur Stabilisierung. Das kommt dann an die neue Doppelkanisterhalterung hinten ran. Dann haben wir vorne das kleine, das schöne kleine Schweizer Kennzeichen. Und damit das Ganze auch im Idealfall bis am Ende der Reise dran bleibt, werde ich dann auch die Kennzeichen selber direkt hier dran nieten und nicht schrauben. Nun, das sind unsere Schweizer Kennzeichen, aber ich habe hier noch mehr Kennzeichen. Denn es ist so, keine Ahnung, wie das in Deutschland läuft. In der Schweiz, wenn man in Afrika trifft das natürlich zu. Wenn man sich außerhalb des Geltungsbereiches der grünen Karte befindet, diese Versicherungskarte, und das ist dann nach Marokko der Fall, dann greift die Autoversicherung sowieso nicht mehr. Das ist meines Wissens auch in Deutschland so. Und was man dann machen kann, und das ist völlig legal, man kann die Originalen, die richtigen Schweizer Kennzeichen, man kann die nach Hause schicken. Das heißt, irgendwo Ende Marokko wird das dann der Fall sein. Wenn man das macht, man schickt sie zurück ans Amt, ans Straßenverkehrsamt. Das heißt, was passiert dann? Es passiert was Nettes, denn man muss keine Straßensteuern mehr bezahlen in der Schweiz. Und die Versicherung für dein Fahrzeug wird auch gleich sistiert. Das heißt, man hat keine laufenden Kosten mehr für die Versicherung, und man hat auch keine Straßensteuern mehr zu bezahlen. Jetzt das einzige Problem ist, und das Ganze ist auch legal, man braucht dann natürlich trotzdem noch Kennzeichen, denn man kann ja nicht ohne Kennzeichen in der Welt rumfahren. Und deshalb habe ich mir jetzt diese Fake-Kennzeichen machen lassen. Ihr seht mal den Unterschied. Oben original, unten nicht original. Das Ganze ist aber legal. Es ist auch so mit dem Amt abgesprochen.
das habe ich so machen lassen bei einem Laden, die machen so Schilder für die Trucker. Da kannst du dann deinen Namen hinschreiben, Sandro Bern. Aber man kann auch eine Nummer hinschreiben. Und das Ganze habe ich jetzt so vorbereitet, dass wir diese nicht originalen Nummern, die nehmen wir mit. Und in Marokko kommen dann die originalen Schweizer Nummern, die kommen weg. Die schicke ich nach Hause zurück in die Schweiz zum Amt. Und ich werde dann diese Fake-Schilder wieder rannieten. Die kleine manuelle Nietenzange, die habe ich sowieso mit dabei. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir dann raus, nehmen diese Halterungen weg und ich muss ja auch noch die Doppelkanisterhalterung hinten zuerst mal anschrauben. Die Zeit der Einzelkanisterhalterung ist definitiv vorbei. Jetzt kommt die Doppelkanisterhalterung hin, sodass wir dann in Afrika oder wo auch immer wir sein werden, immer genug Sprit haben. Da ist sie, die neue Doppelkanisterhalterung von AFN für unsere Heckstoßstange. Diese Doppelkanisterhalterung wird die Einzelkanisterhalterung ersetzen. Und ihr wisst ja, unser Landcruiser 79 mit Benzinmotor, der ist sehr, sehr durstig. Und da kann man fast nicht genug Benzin dabei haben. Und das sieht dann ungefähr so aus. Einmal und zweimal. Und ich würde sagen, ich gehe das Teil jetzt einfach mal anschrauben, aber das geht dann hoffentlich fix. Das gute Stück ist verbaut. Doppelkanisterhalterung AFN. Hier das Kennzeichen mit der Kennzeichenbeleuchtung, dass alles seine Richtigkeit hat. 2x 20 Liter. Dann haben wir noch einen einzelnen Kanister auf dem Dach oben. Das heißt, zu den regulären 130 Litern des Tankinhaltes kommen so noch 60 Liter dazu. Das heißt, wir haben alles zusammen 190 Liter Benzin mit an Bord und das gibt dann doch eine Reichweite so um die 1000 Kilometer auch in schwierigem Gelände. Und jetzt gehen wir noch rasch nach vorne in die Kabine, denn dort habe ich noch was verbaut. Es sieht hier drin aus wie in einem Schlachtfeld, denn das neue Doppelbatteriesystem wird verbaut. Aber was ich zeigen will, ist was ganz anderes. Denn es gibt eine Sache, die kann man in einem Land Cruiser 70 eigentlich nie genug haben, das ist Ablagefläche. Und deswegen haben wir hier oben eine Ablage eingebaut. Die kann man bei Tour Factory kaufen, passend zum Fahrzeug. Für den 79er braucht es immer noch ein bisschen Anpassungen, aber sie hat dann gut reingepasst. Und dann passt hier wirklich erstaunlich viel rein. Man kann da Dokumente hinmachen, das Portemonnaie oder, keine Ahnung, Handbücher oder den Schlüssel oder einfach alles, was sonst irgendwo rumliegt. Sehr, sehr praktisch. Das war's nun mit dem kleinen Video zur Thematik der Kennzeichen auf einer Langzeitreise und natürlich auch den Einbau unserer neuen Doppelkanisterhalterung. Und ich hoffe ganz fest, dass ich euch dann endlich im neuen Video den Einbau des neuen Doppelbatteriesystems zeigen kann. Mit der Lithiumbatterie, mit der neuen Verkabelung, mit den Sicherungen und mit allem, was dazugehört. In diesem Sinne, viel Spaß bei Fernfahren.